Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Wir sind hier, Berlin BrettspielCon 2021. Beinahe ist es rum, aber noch nicht ganz, ja. weil Tetrahedron Games ist noch bei uns hier. Martin, ne? Nein, Mario. Ah, jetzt habe ich immer mit Martin geschrieben. Ja. Ich habe immer mit Martin geschrieben, jetzt ist der Mario da. Alles klar, Mario ist da von Tetrahedron Games und ihr habt euer Crowdfunding-Projekt dabei, richtig? Genau, ja. Valhall war auf Kickstarter? Oder wir waren auf Kickstarter, ja, zweimal jetzt. Es ist quasi schon ein Reprint. Ah, schon der Reprint, genau. Ich wusste, es ist ja schon, es ist nicht mehr ganz neu, ne? 2017 genau, war der allererste Lauf, aber ist immer noch da. Ja. Und deswegen wollen wir es euch natürlich nicht vorenthalten, dass ihr nochmal erfahrt, was es ist. Ein Wikinger-Spiel, zwei bis vier Spieler, 90 bis 120 Minuten. Ja, ich meine, 14 plus ist sicherlich diese Spielzeugregel ab. Sehr wie richtig. Kompliziert ist es? Sehr so? Richtig. Eher es ist so eher ein Kennerspiel. Also die Regeln sind in gar nicht so kompliziert, die bauen immer wieder aufeinander auf. Also man kann die Regeln einfach erlernen und dann werden sie einfach immer wieder komplexer, weil die Sachen eben sich nur nach oben multiplizieren. Ich würde aber sagen, es ist ein Kennerspiel, weil man eben die Zeit mitbringen muss und man muss sich eben darauf einlassen. Alles klar. Es ist kein kurzfristiges Spiel. Und ja, ziemlich düster von der Anmutung. Ja. Es wird hier gestorben und geplündert und sowas? Es wird gestorben und geplündert, es ist ein Wikinger-Spiel. Es ist aber nicht so brutal oder so düster, wie man es jetzt meinen würde. Es ist sehr realistisch und es ist auch sehr historisch korrekt. Ah, ja, es ist ein sehr themenlastiges Spiel, was die Spieler eben einlädt, zusammen in so einer richtigen, coolen, Wikinger-lastigen Story-Abend miteinander zu erleben. Und vor allem das Miteinander-Erleben ist auch schon ein Stichwort. Es ist zwar am Ende einer der Gewinner, also man versucht in der Gunst der Götter zu steigen, um am Ende in Valhall einzugehen. Das ist, wie das Spiel am Ende endet. Mhm. Es ist aber wirklich kein großartiges Spiel gegen die anderen Spieler. Also man versucht hier nicht, eine Armee aufzuziehen und den anderen Spieler sein Dorf niederzubrennen, sondern man spielt eher gegen das Spiel und gegen die Events und erlebt es aber miteinander, weil von der Story her sitzen die Spieler quasi alle auf dieser kleinen Insel nebeneinander. Verstehe. Ja. Wie ist der grundsätzliche Mechanismus? Ist das jetzt eine Art Worker-Placer? Der grundsätzliche hat Ressourcen zu tun und wir haben ein bisschen anderes Bausystem, als normale Spieler es normalerweise hätten. Jeder Spieler hat quasi hier sein Wikinger-Tableau vor sich liegen. Genau. Und hier kann man eben neue Gebäude bauen, neue Einheiten ausbilden. Funktioniert bei uns aber nicht wie in anderen Spielen. Man nimmt drei Münzen und es ist einfach weg, sondern bei uns funktioniert das Ganze quasi über mehrere Runden hinweg. Ah ja, man nimmt sich diese Plättchen, genau. Die kann man dann da platzieren und die werden so gedreht, bis sie fertig sind. Die werden gedreht, bis sie fertig sind, weil bei uns dreht sich quasi alles um die Jahreszeiten, die Wikinger durchlebt haben. Genau, und dann wird das so umgedreht. Ist es egal, wo das ist? Es ist nicht egal, wo es ist, sondern es fügt sich am... Also theoretisch ist es egal, aber es fügt sich schöner ins Bild ein, wenn man es auf die richtige Seite legt. Man kann so puzzeln, dass dann die Wege alle so... Ja. Das ist ja wirklich ganz schön. Und dann ist quasi, wird sozusagen immer so hier dieses Wikingerdorf immer mehr ausgebaut. Genau. Ja? Das ist ja richtig. Und das ist quasi unsere Mechanik, wie das Bausystem funktioniert. Seine Ressourcen bekommt man bei uns entweder über die ganzen Eventkarten, die wir haben. Wir haben über 150 verschiedene Events im Spiel, die alle einen eigenen kleinen Flavortext haben und eben da die Spieler einladen, wirklich in die Wikingerwelt einzutauchen. Und was man nicht über die Events bekommt, bekommt man eben hier in der Mitte. Das ist das Festland oder zumindest meinen die Wikinger, dass es das ist. Das ist quasi die neutrale Partei, die vom Spiel selbst gestellt wird. Und hier fährt man dann mit seinen Schiffen und seinen Einheiten erstmal in bester Manier rüber und überfällt hier die einzelnen kleinen Städtchen. Ah, das sind sozusagen unsere, die wir brandschatzen können. Und die kann man brandschatzen und da bekommt man dann seinen Loot und den bringt man dann zurück und kann sich dann eben weiter aufbauen. Und willst du mal so ein Event mal vorführen, damit gerne. Man mal weiß, was da so passiert? Ja, es gibt viele Events. Wir haben eine normale Eventkarte, die quasi immer, wenn ein Rundenwechsel passiert, kommt. Da ziehen wir jetzt einfach mal die random erste oben drauf. Das ist Ruhm oder Reichtum. Habt ihr das von Alfsieger gehört? Der war dabei am Festland und der ist jetzt reich. Reich, sage ich dir. Der kann sich jeden Tag Brot leisten. Und die Weiber. Das Volk spricht von den Schätzen, die einen erwartet, wenn man gen Westen segelt. Alle wollen dabei sein. Das können wir für unsere Zwecke nutzen. Hart arbeitende Untertanen, die dabei auch noch glücklich sind. Herrlich. Und hier ist es dann so, dass quasi jeder Spieler entscheiden kann, wie er die Motivation seiner Untertanen nutzen möchte. Und hier gibt es dann eben zwei Joker-Tokens, die man einsetzen kann, um eine Baurunde zu überspringen. Entweder der Schmiedetoken, um Einheiten schneller auszubilden oder eben hier, um Gebäude oder Schiffe schneller zu bauen. Und das ist jetzt hier ein positives Event. Es gibt aber noch ein paar andere Events. Die auch negativ, also Probleme uns machen. Genau, quasi. Oder sogar kleine Minispielchen. Wir haben zum Beispiel das Ziegenwettessen, was konträr zum Namen ist, man da keine Ziegen, sondern die Ziegen essen
Essen um die Wette und die Spieler wetten zum Beispiel, welche Tiger als erstes gewinnt. Was Wikinger so machen. Genau, und dann muss man eben da diverse kleine Würfelspielchen haben. Wir haben eben versucht, dieses typische Leben eines Jals so einzufangen, dass man es eben nachempfinden kann, dass man sich fühlt, als würde man hier in seiner kleinen Hütte sitzen und dann kommen diese ganzen Events ins Spiel und die Sachen, die man tun kann, spielt man mehr oder minder so aus der gefühlten Ich-Perspektive. Und wie kommt man dann an diese Gunst ran, sozusagen? Das ist, in erster Linie haben wir hier einige Siegpunktmarker, die man quasi gezielt erspielen kann. Zum Beispiel der die ersten drei Langboote gebaut hat oder die ersten alle Gebäude errichtet. Da bekommt man die ersten zwei verschiedenen oder drei Pünktchen, die einen schon mal dem Spielziel entgegentragen und dann bekommt man für jegliche Tätigkeit, die einen eben Ruhm bringt, nochmal ein paar Ruhmpunkte. Das ist hier so quasi eine zweite kleine Ressource, die eben dafür sorgt, dass es ausgeglichen ist, dass man nicht nur durch Glück vorankommt. Und die Hauptaugenmerk am Ende liegt dann darauf, diese Bosskarten eben zu besiegen, um die Götter wirklich zu beeindrucken. Da verstecken sich dann in den letzten Preiskarten quasi die letzten ein, zwei Siegpunkte, die man bekommen kann. Also, weil das ist ja eine richtig schwierige Sache hier. Keine Gefangenen angetrieben von Geschichten über unsere Raubzüge, haben die Fesseln beschlossen, keine Gefangenen zu nehmen. Okay, das ist dann sozusagen, die müssen wir dann abwehren. Genau, das ist sozusagen die Bosskarte, die man dann am Ende besiegen muss und der Spieler gewinnt dann eben das Spiel. Es ist jetzt kein super taktisches Spiel oder strategisches Spiel, das sagen wir immer dazu. Es hat zwar diesen Aufbau-Flair und man kann auch seine Sachen eben vorausplanen. Man muss sich bloß eben darauf einlassen, dass diese ganzen Events dadurch designt sind, die echte Wikingerwelt darzustellen und einen dann doch immer mal schön dazwischen funken. Verstehe, also quasi eigentlich mehr oder weniger so eine Art, ja, wie so eine Art Reenactment als Brettspiel. Wir sagen, es ist so eine kleine Mischung aus Rollenspiel und Aufbauspiel, aber ohne, dass man jetzt eben wirklich seine Rolle aktiv spielt, sondern eben sein Dorf verwaltet. Und die Würfel sind auch so im Wikinger-Stil gehalten? Genau, die sind hier Knochenwürfel zum Beispiel, die sind jetzt 1 bis 3, auch wenn sie sechsseitig sind, das sagen wir immer gerne dazu. Die werden für den Kampf mit eingesetzt. Dadurch, dass wir sie nicht mit W6 gemacht haben, ist es ein bisschen überschaubarer, dass man sie nicht allzu sehr verwürfeln kann. Die sind jetzt eben in so einem coolen Knochenstil gehalten und das wäre jetzt eben hier rote Koralle. Das sind beides Originalfunde, die man eben gefunden hat und die haben wir eben hier repliziert, schön veganertauglich. Sehr schön. Und ihr habt das ja selber rausgebracht. Ja. Das heißt also, wenn man sich dafür interessiert, außer man ist jetzt auf der BerlinCon oder so, dann muss man über eure Homepage gehen. Genau, tetrahedron-games.com. Ja. Genau, und da kann man es erwerben. Was kostet es so? 65 Euro. Möchte aber dazu sagen, dass man eben sieht, es ist einiges drin. Ja, und vor allem bei uns gibt es keine Schickimicki-Machen mit, es gibt eine Deluxe Edition oder nicht, sondern bei uns sind 80 ist alles drin Münzen hier komplett, ja, die schön dreidimensional sind, mit dabei. Mhm. Genauso wie unsere schönen Würfel. Wir haben da wirklich keine Abstriche gemacht. Wir haben gesagt, jeder bekommt die volle Wikinger-thematische Packung. Alles dabei. Ja. Sehr schön. Und da habt ihr jetzt, seid ihr doch woanders? Jetzt ist das Video, kommt ja nach der BerlinCon. Genau, wir sind in Essen auf jeden Fall unterwegs. Ja. Auf weiteren Cons weiß ich jetzt nicht mal, ob sie stattfinden dürfen. Ja, das ist Problem. Ja immer noch aber so ein bisschen gewisse Unsicherheit. Genau, in Essen sind wir auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann nächstes Jahr. Sehr schön, sehr schön. Na, alles klar. Wunderbar. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Aber dadurch, dass ihr ja schon beim zweiten Durchlauf seid, kann es ja nicht so schlecht laufen. Nein, es funktioniert gut und wir freuen uns, dass es eben auch so ankommt und angenommen wird. Das ist eine andere Art des Spiels, aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man einen richtig coolen Abend haben. Ja, aber ich meine, dafür sind ja auch wirklich, ist ja Crowdfunding auch da, dass mal andere Konzepte auch möglich gemacht werden. Sehr schön. Na, dann freut es mich sehr, vor allem auch, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ja. Total toll. Ich sage danke fürs Zugucken. Danke für den Support der Veranstaltung generell. Aber dazu werden wir auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.